Willkommen zurück, Marius Ebert hier. Wir sind immer noch beim Businessplan und gehen jetzt mal die Punkte einzeln durch. Was erwartet denn der Leser unter der Überschrift Geschäftsidee? Ja, wir haben gesagt, damit geht es im Prinzip los mit einer Idee, die aber nicht eine Idee bleibt, sondern sich manifestiert. Der nächste Punkt ist dann das Unternehmen und so weiter und so weiter. So haben wir das in dem vorigen Video entwickelt. So, jetzt die Frage, was schreibt man jetzt unter dem Oberpunkt Geschäftsidee? Nun, was schreibt man? Man liefert eine Kurzbeschreibung. Und zwar eine Kurzbeschreibung von was? Von seiner Idee, aber ein bisschen mehr, ne? Von dem Produkt oder der Dienstleistung, die man anbieten möchte. Jetzt können Sie mit Recht sagen, der Punkt Produkt-Dienstleistung, der kommt ja später noch. Ja, das stimmt. Denn man kann das natürlich nicht so voneinander trennen. Genaue Beschreibungen des Produktes oder der Produkte oder der Dienstleistung kommen später. Hier geht es um eine Kurzbeschreibung. Und jetzt kommt auch gleichzeitig noch, nicht gleichzeitig, aber danach, der wichtigste Punkt, nämlich: Wenn möglich, sollte ein Unternehmen eine sogenannte USP haben, eine Unique Selling Position oder auf Deutsch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist die etwas freiere Übersetzung. Unique Selling Position, Preposition, Position, ja, gibt es verschiedene Varianten in der Literatur, ein Alleinstellungsmerkmal, wörtlich heißt das einzigartige Verkaufsposition. Wir übersetzen das mit Alleinstellungsmerkmal und das ist eine wichtige Frage. Denn wenn das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann sind die Chancen wahrscheinlich größer, dass das Unternehmen auch erfolgreich sein wird. Wenn das die 35. Bäckerei am Ort ist, ohne ein besonderes Profil, dann sind die Chancen sehr viel geringer, als wenn das auf bestimmte Produkte, glutenfreie Brote zum Beispiel, spezialisierte Bäckerei ist und wenn man weiß, dass im Umfeld genug Menschen wohnen, die gerne solche Produkte frisch kaufen möchten. Und das hat man dann auch mal getestet. Ja, Sie haben auch vielleicht mein Video gesehen, wo ich mich kritisch mit Businessplänen auseinandersetze. Ich bin kein Fan von Businessplänen, aber ich bin Fan von Tests. So, also das wäre ein Beispiel für ein Alleinstellungsmerkmal, nicht noch eine Bäckerei, sondern eine Bäckerei, die sich spezialisiert hat auf glutenfreies Brot zum Beispiel. Und noch ein Punkt, den man nennen kann, wobei diese ersten beiden mit Abstand die wichtigsten sind, nämlich das Unternehmensziel bzw. Ziele und zwar kurzfristig und langfristig. Ja, jetzt weiß ich, dass manche überlegen, was soll ich denn da um Himmels Willen jetzt schreiben? Ja, man könnte zum Beispiel bei diesen Zielen kurzfristig und langfristig eingehen auf den angestrebten Marktanteil. Oder Bekanntheitsgrad. Ja, kurzfristig muss das Ziel sein, dieses Unternehmen erstmal bekannt zu machen. Und langfristig, dass es einen entsprechenden bestimmten Marktanteil erobert, zum Beispiel. Okay, das sind besonders die ersten beiden Punkte, also hier Punkt 1, Punkt 2. Punkt 3 in Klammern sind die beiden wichtigsten Punkte, die man unter der Überschrift Geschäftsidee erläutern sollte. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.